Na, Freunde des geschmeidigen Fischens, willkommen zurück zu, wie heißt dieses Spiel, Call of the Wild, Die Angler. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich renne hier gerade im Kreis über diesen Steg, weil ich nicht so richtig weiß, was ich tun soll. Oh, ein Fisch. Hallo, ist ein Zander. Oder? Sieht sehr nach einem Zander aus. Ja, eindeutig. Wir haben hier noch eine Quest von letztem Mal, und zwar soll ich hier eine Braxe des Bronzerangs fangen. Ich schau noch mal kurz. Braxe war der hier, der gute Freund. Haben wir uns letztes Mal angeschaut, dass der einige Würmerarten und so Zeug isst. Thai, Hotdog, was auch immer, gedünst, ja. Wir haben letztes Mal keinen gefangen. Ich habe auch noch nicht einen gesehen, muss ich sagen. Aber dieses Mal probieren wir unser Glück. Ich glaube, Blutwurm habe ich schon ausprobiert. Haken 8 und 7 habe ich, glaube ich, auch schon ausprobiert. Das heißt, ich versuche diesmal nochmal einen Stufe 6 Haken vielleicht. Ein 6er Haken wäre gut. Haben wir hier dran. Und Kompostform fressen sie auch. Da wäre jetzt die Frage, ob ich vielleicht mit Teig angle. Da Teig habe ich ja auch gelesen, nicht? Teig. Teig gibt es hier auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, ob der hier auch Teig frisst. Der frisst schon mal keinen Teig. Das ist gut. Denn den gibt es ja hier. Und du hier? Du frisst auch keinen Teig. Also nutzen wir jetzt mal Teig als Köder, damit wir auch garantiert... Also, was heißt garantiert? Garantiert wird es nicht sein, aber... Damit wir eine gute Chance haben vielleicht, so einen zu angeln. Ich habe nur noch 3 Teigköder. Das ist aber okay. So, Hakengröße 6 ist Minimum. Das heißt, wenn es mit Haken 6 nicht klappt, gehe ich vielleicht mal auf Haken 5. Und wenn wir dann immer noch keinen gefangen haben, dann weiß ich nicht, dann zweifle ich ein bisschen an mir. Aber ansonsten probieren wir das einfach mal aus. Ja, keine Ahnung, bisschen tiefer. Und ich will eigentlich auch nicht so weit rauswerfen. Die sollten schon in der Nähe vom Steg sein. Gegebenenfalls. Gut, na dann, schauen wir mal, ob es klappt. Oder ob ich wieder 10 Minuten hier sitze und nichts anbeißt. Da haben wir auf jeden Fall was am Start. Oh, shit, da hat er auch schon angebissen. So, wir ziehen erstmal ein bisschen ein. Oh, wir müssen... Okay, erstmal die Bremse so hoch, dass er nicht mehr zieht. Okay, 90% reicht. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt ein bisschen auspowern können. So, ja, komm ran. So. Haben wir kurz ein bisschen Leine gut gemacht. Oh, shit. Ich muss aufpassen, dass ich immer schön Druck auf der Leine habe. Ansonsten entkommt er uns vielleicht noch. Das wäre gar nicht gut. So. Bisschen auspowern und jetzt einholen. Gut. Mit Shift kann man sogar noch ein bisschen schneller einholen. So, raus hier, mein Freund. Okay, ich hätte den, glaube ich, sogar einfach reinziehen können mit ein bisschen stärkerer Bremse. Aber ist egal. Ein atlantischer Lachs. Gibt es hier scheinbar auch. Habe ich zwar nicht ganz mitgerechnet, aber ist okay. Ist okay, nehme ich mit. Atlantischer Lachs. Naja, gut. Aber der ist immer in Bronze. Den letzten, den wir gefangen haben, waren, glaube ich, ein Jungtier. Also. Ist verkraftbar. Da unten haben wir einen Hecht. Auf Hecht habe ich natürlich auch immer Lust, aber. Ja, nicht begeistert. So, was schwimmt denn da? Das kann ich leider nicht ganz erkennen, was da für Fisch schwimmt. Probieren wir es hier einfach auch nochmal aus. Ich meine, warum nicht? Obwohl, wenn hier einer wäre, wäre der wahrscheinlich schon längst an Haken gegangen. Da hinten haben wir den kurz gesehen. Könnte entweder ein Flussbarsch gewesen sein. Hat aber so ein bisschen rote Flossen unten gehabt. Nee. So, ein Döbel könnte es vielleicht gewesen sein. Ein Döbel? Okay. Guck mal, da kommt er. Aber wahrscheinlich ist es ein Rotauge. Denn der hat oben auch rote Flossen. Ein Döbel glaube ich nicht. Ne, könnte ein Rotauge sein. Schauen wir mal. Na los, beiß an. Na komm. Ja, den können wir auch sofort rausziehen. Das ist nur ein ganz kleiner Freund. Na komm. Und hoch. Zack. Ich muss bei Gelegenheit nochmal schauen, ob ich meinen Charakter nochmal ändern kann. Das... Oh, unheimlich. Gold. Also... Das ist mal eine gute Rotauge. Eine gute Rotauge, ein gutes Rotauge, was auch immer. Guter Fisch, würde ich mal sagen. So, gut. Das Problem ist, dass wir jetzt unseren zweiten Teigköder verbraucht haben und nur noch einen übrig haben, wenn ich das, ja, wenn ich das richtig sehe. Wir probieren jetzt mal die andere Seite. Vielleicht klappt es dort besser. Obwohl, ich werfe jetzt mal hier. Vielleicht geht das besser. Okay. Ich hoffe, der Fisch kommt, weil ansonsten muss ich es mit einem anderen Köder probieren.
Das ist ja doof, das hier die dritte Aufgabe und ich scheitere schon daran, weil kein Fisch kommt. Oder keiner von der Art zumindest. Naja, mal schauen. 6 Stunden später. Okay, hier beißt soweit irgendwie gar keiner. Ich habe gerade nochmal gesehen, dass der Fisch in Grundnähe lauert. Das heißt, wir packen mal... Na, machen wir auf 1, wir machen noch volle 1,4 Meter. Das Wasser müsste hier eh ein bisschen tiefer sein. Ich habe da hinten auch... Also ich dachte zumindest, dass ich da hinten was gesehen habe. So ungefähr da, wo die Pose jetzt steht. Aber es könnte halt auch alles andere gewesen sein. Aber ich schau mal, ob es jetzt mit der tieferen Einstellung ein bisschen besser läuft. Ja, naja, gut. Es beißt nichts an. Auf jeden Fall nicht auf 1,4 Meter Tiefe und allgemein beißt irgendwie gar nichts an. Ich habe gerade nochmal geschaut. Ich habe gesehen, dass das Tier auch Brot frisst. Brot ist auch etwas, das nur von Hakengröße 10 bis 7 funktioniert. Deswegen werden wir nochmal auf kleinere Haken umsteigen. Brot essen übrigens auch die anderen Fische, von denen wir schon einige gefangen haben jetzt hier. Nicht unbedingt so gerne, oder beziehungsweise bei den meisten habe ich es gar nicht mal gesehen, dass die das überhaupt essen. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal Brot und hängen auch mal auf 1 Meter Tiefe rum. Und dann, ja, werfen wir mal... Ja, komm, hier in die Richtung. Zu langsam geworfen. Okay, so. Und dann probieren wir das doch einfach mal aus. Ich meine, warum nicht? Kann ja funktionieren. Morgen, ganz sicher. Interessanterweise steht ja bei den Braxen dabei, dass die hier gerne aus dem Wasser springen. Das sollte für die Fische auch gelten, wenn sie nicht gerade am Haken hängen oder so. Zum Beispiel hier der Hecht müsste das auch haben. Genau, Springer. Und ich habe hier aber noch nicht einmal einen solchen Fisch springen sehen. Ich habe eben einen Hecht hier springen sehen, deswegen habe ich gerade nochmal geguckt beim Hecht. Aber eine Braxe habe ich hier nirgendwo springen sehen bisher. Also vielleicht habe ich es auch nicht genau erkannt, weil es irgendwo weiter in der Ferne war. Da kommt der Hecht, oder? Springt er? Nee, der springt nicht. Das wäre jetzt auch zu vorzeigemäßig gewesen. Hätte ruhig mal springen können. Naja, und da hier halt keine von diesen Tieren springen, da kommt noch ein Hecht. Überlege ich halt, ob ich an eine andere Stelle gehen soll. Aber hier ist halt die Quest, ne? Wenn wir mal auf die Karte schauen, es ist halt genau hier. Aber aus irgendeinem Grund finde ich hier keine Praxen. Also, vielleicht sehe ich es halt einfach nur nicht. Oder ich muss halt wirklich weiter raus. Aber da steht sogar dabei, dass die eigentlich in Ufernähe sich gerne aufhalten, oder? Seichter Teich, tiefer Teich, Seeufer. Naja, also es ist ja kein Teich, oder? Ein Teich ist es ja für einen Teich... Oh, nee, ruhig. Für einen Teich ist es ja zu groß hier, nicht? Das ist ja eher ein See und deswegen am Seeufer. Ne? Deswegen müssen wir ja auch hier vom Rand aus angeln oder so. Keine Ahnung. Aber, ja, ich sehe keine. Deswegen vielleicht gehe ich einfach zur nächsten Aufgabe. Moment, haben wir hier Tagebuch? Wo ist das? Schauen wir doch einfach mal, wo das liegt. Wo ich da hinfahren muss für... Ja, nee, das ist irgendwie ein bisschen sehr weit weg. Vielleicht eine Location, die ein bisschen näher liegt. Ich meine, das an dem See, ja doch, das fühle ich. Da kann ich einfach rüberfahren. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Angelherausforderung 5 und schauen, was wir dort so alles Schönes angeln sollen. Okay, wir haben unser Ziel erreicht. Leider sehe ich gerade, dass wir nur einen Flussbarsch fangen sollen. Das ist ja easy. Das sollten wir hinkriegen vom Rang Silber. Okay, wir bleiben einfach mal hier, weil wir sind ja genau am Punkt, ne? Okay, ich sehe den Punkt aus irgendeinem Grund nicht mehr, aber das heißt nur, dass ich richtig bin scheinbar. Okay, Flussbarsch. Dann lasst mich mal überlegen. Flussbarsche haben gerne Würmer gegessen, oder? Erlitze sehe ich hier. Wurm, Kompostwurm, ja. Ja, ja, gut. Klappe. Gut, dann nehmen wir mal auf jeden Fall... Für einen Silberwurm. Ich meine, was haben wir bisher? Wir haben schon mal Silber gefangen. Ich denke mal, wir nehmen die zweite Rute, die wir dabei haben und machen wieder Kompostwurm drauf. Mit einem... Oh, was haben wir drauf? Einen 5er oder einen 6er Haken? Ich würde gerne 6er Haken erstmal probieren. 6er Haken. Ansonsten brauche ich nicht sehr tief einstellen. Machen wir mal so. Ja, ich stehe auf dem Boot. Das heißt, ich muss auch nicht allzu weit auswerfen, denke ich mal. Probieren wir es einfach. Wir werden ja sehen, was hier so alles rumschwimmt und anbeißen wird. So, da kommt was. Da, oder? Nee, es schwimmt vorbei. Oh, okay.
Ich hatte kurz die Hoffnung, dass ich mal irgendwie einen Fisch hier fange, aber scheinbar passiert das nicht. Scheinbar ist mir das nicht gegönnt. Ich habe inzwischen einen Fünferhaken dran. Sechserhaken hat lange nichts gebissen. Fünferhaken beißt aber jetzt genauso wenig. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal eine Erlitze dran statt einem Kompostwurm, aber oh, keine Ergebnisse soweit. Die Fische sind sehr unbeeindruckt. Ich denke, ich werde vielleicht wieder auf einen kleineren Haken, vielleicht einen 7er Haken zurückgehen. Aber es ist strange, ich sehe hier auch... Naja, gut, die sieht man hier jetzt auch nicht so gut. Obwohl, da ist ein Flussbarsch, nicht? So, wir gucken einfach mal. Der ist viel zu klein wahrscheinlich. Der würde dir nicht wollen, oder? Ja, nee. Der hat da gar kein Interesse dran gehabt. Wir bauen einfach mal jetzt den 7er Haken drauf. 6er und 5er hat ja irgendwie nicht so Ergebnisse gezielt. Und dann machen wir einen Egel. Obwohl, wir nehmen die Erlitze nochmal. Ich glaube, Erlitze stand sogar bei einem der Hauptfische dabei. Ja, Erlitze steht direkt dabei. Okay. Ja. So, das war trotzdem diese Angel. Und dann, na gut, dann werfen wir mal hier rüber. Ziehen noch ein Stück ran. Vielleicht will der gleich direkt anbeißen. Und dann gucken wir halt mal, ob das jetzt besser klappt. Noch habe ich ja Zweifel. Da kommt auf jeden Fall unser Fluss... Ist das der Flussbarsch? Könnte unser flussbarschiger Freund sein. Unser Fluss... Oh mein Gott. Unser Freund, der Flussbarsch. Na dann, beiß an, mein Freund. So, jetzt... Das war's aber für dich. So, kommst gleich mal rüber hier. Zack. War jetzt nicht der schwerste Fang. Okay, der ist Bronze. Naja, ne? Mit einem 7er Haken beißt jetzt wenigstens mal einer an, aber leider nur ein Bronzefisch. Das heißt, mit einem 6er Haken war ich doch eigentlich auf einer richtigen Fährte, oder? Naja, okay. Ich probiere es einfach weiter. Vielleicht ist irgendwann mal einer, der Silber ist, dran. Weil auf dem 6er Haken hat halt nichts gebissen. Jetzt mit dem 7er Haken hatte ich wenigstens mal einen Fang. Deswegen probiere ich es erstmal weiter und wenn ich nur Bronzefische jetzt fange oder... Ich meine, oder vielleicht gar keine Fische mehr, dann probiere ich es nochmal mit dem anderen Haken. So, ich habe jetzt mal mein Boot verlassen. Oh, das ist noch ein Flussbarsch. Hallo. Probieren wir gleich mal den an den Haken zu kriegen. Hey Flussbarsch, guck mal hier. Saftig. Diese Erlitze, lecker. Ja, du siehst es doch. Genau, komm rüber. Komm rüber, mein Freund. Hier gibt's was Leckeres. Ja, lass dir ruhig Zeit. Lass dir Zeit. Oh, da hinten ist auch irgendwas Großes. Er lässt sich wirklich sehr viel Zeit, aber er kommt. Stück für Stück kommt er rüber. So, mein Freund, du bist definitiv Silber, oder? Will ich doch schwer hoffen. Boah, da ist wirklich irgendwas Großes. Das ist ein Hecht, glaube ich. Boah, und sofort haben wir dran, sofort. Ja, und? Hast du irgendwelche Gegenwehr? Ja, ich sollte auf jeden Fall Druck halten. So, hoch. Zack. Nee, der ist... Oh, doch, er ist Silber. Oh Gott, ich dachte gerade schon, der ist viel zu klein. Aber ist Silber. Wir haben es geschafft. Jawohl. Wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Damit haben wir Ansehen bekommen. Yay. Cooles Ansehen. So, und hier ist ein ziemlich cooler Spot zum Angeln. So, ich glaube, ich würde nochmal einen Blinker auswerfen tatsächlich. Weil ich habe ja da drüben gerade einen ziemlich fetten Hecht gesehen. Ich hoffe, es war ein Hecht, aber der hatte nur hinten Flossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und was ist denn du noch? Blinker. Na klar, Blinker. Dann hängen wir doch einfach mal den großen Blinker an. Ja. Excuse me. Angel Nummer 5, bitte. Angel Nummer 4, bitte. Ne, die rote ist die gute. Angel Nummer 5 nochmal, bitte. So, Blinker. Nehmen wir erstmal den oder nehmen wir gleich den Blinker mit Hakengröße 1? Wir nehmen erstmal den 5er. Und da hinten kommt da ein Boot. Oder ist das ein riesiger Fisch? Das ist ein Angler, oder? Hallo, hier drüben. Das war wie ein Angler. So gut, dann werfen wir mal den Blinker aus und dann versuche ich mal... Zack! Da ein bisschen was Spannendes rauszuziehen vielleicht aus dem Wasser. Ganz schön tief hier mit 11 Metern. Hätte ich nicht gedacht. So, wir lassen den sinken und sinken und sinken. Wir sinken, senken auch mal unsere Angel. So, und mit Einziehgeschwindigkeit 1 ziehen wir das Ding jetzt rein hier. Ich denke, das ist schnell genug für die meisten Fische. Ich
glaube nicht, dass ich jetzt schneller ziehen muss. Und so kommt er wenigstens nicht so schnell wieder in die Oberfläche. Weil wenn ich jetzt immer nur ein bisschen ziehe und den dann wieder absinken lasse, ist es hier Stop and Go. Ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt sinke und ablenke und absinken lasse, genau. Dann ist jetzt Stop and Go hier unten die quasi die Technik, mit der ich hier einziehe. Und empfohlen wird ja aber konstant zu ziehen für einen Blinker. Also ziehe ich das lieber mit einem Mal komplett durch. Und lassen dann einmal nochmal absinken und ziehen dann wieder bisher. So zumindest meine Technik. Keine Ahnung, ob das auch anders besser funktioniert. Da unten links haben wir wieder ein Hecht im Bild gehabt gerade. Mal sehen, ob irgendwas anbeißt. Ja, ich sehe, dass da unten ein Hecht ist, aber ich glaube, ich habe meinen... Ja, der hängt nur ganz knapp im Wasser, mein Blinker. Ach, der Hecht ist hinterher geschwommen, aber ich habe leider... Den Blinker... Ja, der hängt nicht mehr im Wasser, der hängt in der Luft. Zieh hoch jetzt das Ding. Aber der Hecht ist hinterhergegangen. Der hätte ihn sich geholt, wenn er gekonnt hätte. Der hätte ihn sich geholt. Kann ich einen Blinker auch kurz werfen? Probieren wir einfach nochmal. Und kommen dann hier direkt an dem Bruder vorbei. Aber es ist nicht der große, den wir vorhin gesehen haben. Es ist nur normaler, würde ich jetzt mal sagen. Hey Hecht, hier drüben, guck mal hier. Komm. Komm, hier rechts von dir. Ja. Okay, nein. Er ist nicht interessiert. Er ist gar nicht interessiert. Jetzt ist er interessiert, so wie es aussieht. Aber jetzt braucht er halt nicht mehr interessiert. Naja, er ist irgendwie nicht wirklich interessiert. Ich lasse nochmal absinken. So, jetzt guckt er gerade wieder und jetzt ziehe ich wieder rein. Konstant. Oh, es sind zwei. Na komm. Ihr wollt doch hier. Hm, ihr seht den lecker Blinker vorbeischwimmen und ihr wollt einmal reinbeißen. Komm. Ja, okay, die haben gar kein Interesse. Naja, ich probiere es trotzdem noch das eine oder andere Mal. Mal sehen, ob irgendwas anbeißt. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Komm, der Hecht hat Bock, oder? Komm, der hat doch Bock, oder? Ich habe einen Vierer Haken dran. Das sollte doch reichen. Ja, der hat echt Bock. Komm schon, bitte, 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 bitte. Gib mir ja, komm. Ich habe jetzt mal alles probiert, ne? Und dann dachte ich mir, okay, probierst du dann nochmal die Angel und machst mal einen Vierer Haken drauf. Vielleicht funktioniert das ja. Boah. Okay. Okay. Okay, der wird hart. Selbst mit meiner besten Angel wird der hart. Oh, scheiße. So, komm, wir powern mal ein bisschen aus. Oh. Oh, shit. Ja, jetzt ziehen wir ein bisschen ran. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen nachgeben. Oh, shit. Das wird anstrengendes Spiel wahrscheinlich. Oh, ja, lass ein bisschen nach. Okay, das wird nicht einfach. Aber ich glaube, den könnten wir mit Mühe und Not könnten wir den schaffen. Komm schon. Wir müssen ihn nur ein bisschen auspowern. So, jetzt schnell wieder ein bisschen Leine gut machen. Oh. Komm. Ich weiß auch nicht, ich kann ja leider nicht mal einschätzen, in welche Richtung der schwimmt. So, komm. Leine einholen. Okay, das war zu viel. Druck wieder ein bisschen erhöhen. Komm schon. Also er ist mit 100% Bremse nicht immer voll ausgelastet. Das muss ich vielleicht ausnutzen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen geben. Oh, ja. Jetzt hat man wieder auf 100%. Komm. So, mal die Leine ein bisschen ein hier. Oh Gott. So. Wir können ja immer so ein bisschen nachziehen. So, und dann, wenn ich jetzt ihm entgegenkomme, kann ich immer so ein paar Zentimeter die Leine einholen. Bringt mir aber nichts, weil sobald er wieder Stress macht, zieht er die halt wieder raus. Ich muss jetzt halt selber Stress machen und ihn halt auspowern. So, ein bisschen nachgeben, genau. Jetzt zieh ich mal. Komm. Druck. Immer schön auspowern und danach wieder ein bisschen die Leine einholen. Komm schon. Auspowern und jetzt, komm. Okay, jetzt muss er ein bisschen Spielraum kriegen. Okay, wir kriegen ihn aber langsam näher wieder. Okay, dann muss man kurz wieder die Bremse ein bisschen niedermachen. Ein bisschen weiter runterstellen. So. Komm ran jetzt hier, mein Freund. Komm ran. So, jetzt zieht er wieder, wie immer. Okay. Jetzt machen wir nochmal Pressure. Komm, bring meinen Hund runter auf 43 Meter. Komm. Auf 40 Metern wollte ich sagen. Oh, komm schon. So, ausgepowert. Kriegen wir wieder ein bisschen Leine ran. Ja, jetzt haben wir gut Leine gemacht. Scheiße, das ist...
ganz schönes Hin und Her hier mit dem Fisch. Aber wir haben gleich die 40 Meter erreicht. Immerhin schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Komm, auspowern. 38, perfekt. Okay, jetzt hat er nochmal Power gegeben. Jetzt sind wir wieder auf 43 hoch, aber wir machen weiter, komm. Ziehen. Okay, hier ist der Druck höher, scheinbar. Nee, ist egal, in welche Richtung ich ziehe. Der will gerade nicht Druck machen. Okay, komm schon. Wir sind unter 40 schon mal. Das ist schon mal nicht richtig gut. So, wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen. Jetzt müssen wir ein bisschen Leine geben. Genau, ein bisschen Spielraum geben und jetzt ziehen wir wieder. Komm, jetzt ist er immer zu erschöpft. Jetzt hat er nichts mehr. Jetzt holen wir ihn ran, den Freund. Jetzt müssen wir halt echt vorsichtig sein, dass wir hier halt immer ein bisschen Leine lassen. Genau. Das reicht ja schon, wenn wir die Angel quasi so ein bisschen in die Richtung vom Fisch bewegen. Dann kriegen wir ja quasi auch ein bisschen mehr Leine dann. Okay, jetzt lässt er sich schön einholen. Jetzt hat er keine Kraft mehr. Jetzt haben wir ordentlich gekämpft mit ihm. Jetzt haben wir ihn. Jetzt kriegt man. Komm. Kann er sich nicht wehren. Die Bremse ist auf 100%, der wehrt sich nicht mehr. Komm. Ordentlich auspowern. Wenn er ausgepowert ist, kriegt er aber vielleicht nochmal Kraft. Ich glaube, so ein Hecht hat auch diese Fähigkeit, dass er kurz bevor er quasi aus dem Wasser kommt, nochmal Gas gibt. Könnte es sein. Obwohl, nee, das sieht aus, als hätte er echt keine Power mehr. Na gut, dann. Nach hartem Kampf. Raus mit dir, mein Freund. Ich habe zwischenzeitlich echt nicht gedacht, dass wir den noch kriegen, aber ein 80er. 80er Hecht. Richtig geiles Teil. Holy shit. Nice, das freut mich. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Aber der Kampf hat sich ausgezahlt. Der Fisch war irgendwann wirklich erschöpft und konnte nicht mehr. Und dann war unsere Zeit gekommen. Dann konnten wir ihn einfach easy, ohne Probleme einholen. Naja, ohne Probleme ist jetzt leicht gesagt. Ich musste schon immer noch ein bisschen switchen mit der Bremse, aber wir haben ihn. Endlich mal ein Hecht und endlich mal einen großen Hecht. Also 4er Haken für einen silbernen Hecht, könnten wir uns ungefähr merken. Dass ich das nächste Mal das auch wieder weiß, wenn ich wieder mal ein Hecht angeln will. Also gleich von vornherein ein paar größere Haken nehmen. Gut, alles klar. Das waren 4er Haken. Der Blinker, mit dem ich geangelt habe, waren 5er. Und der große Blinker, mit dem ich zwischendurch auch mal geangelt habe, waren 1er Haken. Naja, da hat nichts gebeißt. Ist aber interessant. Nichts gebissen. Ist aber interessant. 12 Sekunden später. So, dann fangen wir doch noch einen Fisch. Und da kommen gleich 2. Der eine hat aber keinen Bock, dafür der andere. Na gut, dann bist du halt unser letzter Fisch. Das ist dieselbe Art Fisch, oder? Die da vorbeigeschwommen ist. So, du kommst jetzt aber schön mit mir. Du solltest nicht so viel Gegenwehr leisten wie der Hecht eben. Scheint zwar ganz schön Party zu machen da unten, aber ist mir egal. Hoch mit dir! Naja, ein Jungfisch. Süß! Dabei habe ich eigentlich einen 5er Haken oder so hier an dieser Angel, glaube ich. Kurz mal gucken. Ich glaube, ein 5er Haken. Und da hat mir so ein Jungfisch angebissen. Naja, okay. Aber ich glaube, die werden auch relativ groß. Der ist daneben. Wenn das auch einer war, dann verstehe ich das. Na gut, dann machen wir jetzt aber wirklich Schluss. Und ja, das reicht für heute mit den Fischen. Der Hecht war ja das absolute Highlight, finde ich. Mal sehen, was wir das nächste Mal so alles bekommen. Ey, was geht denn da hinten? Das könnte so einer von den schwarzen Fischen gewesen sein, die ich bei einem anderen Steg gebraucht hätte. So vom Aussehen her. Naja, ist ja egal. Vielleicht finden wir das ein andermal raus. Und zwar beim nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Lasst krachen und ciao, ciao.